Aus einer Schülerzeit in meiner alten Schule, 20 Jahre alt, ein Lehrerspruch von Herrn Dr. Specht. Der muss bescheuert sein, der 2 Liter Milch eingießt und versucht, einen aufgeschäumten Schokoriegel schwimmen zu lassen. Na, hallo! Wir brauchen natürlich ein paar Sachen, um das überhaupt testen zu können, ob er die Milch schwimmt, nämlich vor allen Dingen Milch. Ich habe gleich 4 Liter genommen, da seht ihr, wie verrückt ich bin. Milky Way in verschiedenen Größen, nämlich hier ganz kleine und da ganz große. Und ich dachte mir, ich probiere sogar mal diese Crispy Rolls aus, keine Ahnung, ob die schwimmen. Und natürlich auch, um zu gucken, wie es dann die anderen machen, Caesar, da, Mars. Ja, und das kommt jetzt alles da in diese Schüssel. Wir fangen einfach mal an mit der Milch, und zwar 4 Liter insgesamt. Es sind jetzt nur 3 Liter, aber ich glaube, das reicht. Wir haben schon hier einen Kollateralschaden. Probieren wir es einfach mal aus. Also, fangen wir da an mit einem Maß. Ups, plups. Oh, das geht auf jeden Fall unter. Ganz easy peasy. Ein Darf. Verschwindet. Twix. Ui, geht auch unter. Das kenne ich noch gar nicht. Darf Karamell. Das muss ich mir gleich rausfischen. Das verschwindet und spritzt ganz wunderbar. Was haben wir noch? Snickers. Auch das verschwindet. Und ein Bounty. Weg ist es. Jetzt kommen wir zum Milky Way. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich werde es nämlich mit einer Hand schaffen. Ein Milky Way und jetzt der große Moment. Seht ihr das? Schwimmt. So, jetzt haben wir noch die anderen Teste gesehen. Großes Milky Way. Kann ja sein, dass das kleine schwimmt und das große nicht. Doppelt und dreifach eingepackt. Die Verpackungsindustrie bedankt sich. So. Da haben wir das große Milky Way. Und. Na, das wehrt sich. Das große Milky Way. Auch das schwimmt. Spannender Moment. Crispy Rolls. Ich zeig's auch nochmal. So, das geht unter. Das schwimmt. Liegt nicht auf die anderen Sachen drauf, wie bei meinem anderen Video vermutet wurde. Aber jetzt der spannende Moment. Crispy Rolls. Da bin ich echt nicht sicher. Auch die Dinger schwimmen. Ich glaube, das ist der Beweis. Milky Way schwimmt in Milch. Wenn ihr mir jetzt immer noch nicht glaubt, dass ein Milky Way nicht schwimmen kann, ist das perfekt. Denn genau das macht Wissenschaft aus. Nicht einfach glauben, was andere Leute sagen oder geschrieben haben, sondern es selber ausprobieren und überprüfen. Genau das passiert aber in der Wissenschaft viel zu wenig. Es gab gerade ein großes Projekt der Open Science Collaboration, das festgestellt hat, dass nur 39% der Ergebnisse aus der Psychologie überhaupt reproduzierbar und nachvollziehbar waren. Man konnte feststellen, ja, ich bekomme genau das Gleiche raus, wie in der Studie steht. Also Nachholbedarf, ihr macht's richtig, schnappt euch Milky Way und Milch und probiert's aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, dann mache ich vielleicht häufiger solche Sachen. Und wenn euch nur interessiert, wo ist denn jetzt diese Studie, von der er erzählt hat, kann ich ja gar nicht nachlesen. Könnt ihr doch, ihr guckt einfach in die Videobeschreibung, da habe ich den Link reingesetzt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Abos, aber damit ihr nicht die Katze im Sack abonniert, guckt euch doch einfach vielleicht die beiden Videos nochmal an. Da habe ich ein bisschen was gezeigt, was ich noch so mache. Bis demnächst.